Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zum Zombie-Modus von Black Ops Cold War. Und in diesem Video geht es, wie auch gestern in meinem letzten Video schon erwähnt, um die neuen Easter Eggs und Puzzles, die man auf der Webseite PornTexPorn lösen musste, um diese neuen Teaser zu bekommen, wo ich gestern schon ein Video eben drüber gemacht habe. Link dazu findet ihr jetzt in der Infobox und auch in der Beschreibung, denn dort findet man wieder weitere Bilder zum neuen Zombie-Modus und auch ein paar neue Storyline-Infos erfährt man dort. In diesem Video will ich euch jetzt aber zeigen, wie man das Ganze herausgefunden hat. Und zwar, wie gesagt, auf der Webseite PornTexPorn, da gab es ja wieder so ein Easter Eggs und Puzzle, was man lösen musste. Und dieses Puzzle, das geht auch am 28.09. am Montag auf dieser Webseite weiter. Ich werde da auch wieder livestreamen, also um 17.50 Uhr circa werde ich wieder auf YouTube livestreamen, schon mal, dass ihr da Bescheid wisst und euch darauf vorbereiten könnt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit dem 24.09. an, denn dort war es nämlich so, dass man wieder auf einer Webseite am Ende angelangt war, also am 23.09. und zwar auf der Webseite Fire and Air. Und auf dieser musste man dann zwei Wörter an diesem Tag um 18 Uhr dann eingeben und Gigi Pastimes hat am Vortag eigentlich auch schon wieder Zeug erkundet, denn diese zwei Wörter, die man dort eingeben musste, die hat man dann in den kleinen Zeug-Game bekommen, das man auf dieser Webseite spielen konnte in diesem Terminal. Das eine Wort war Covered Conflagration und das andere Forceful Gale. Und wenn man jetzt diese beiden Wörter eingegeben hat und Submitted gedrückt hat, dann wurde man auf eine weitere Webseite weitergeleitet und zwar auf ptp/vanguard. Dort waren jetzt nun wieder verschiedene Codes in 6 verschiedenen Farben, welche nun auch unsere YouTuber wieder in ihre Terminals eingeben mussten, denn sie hatten ja von Treyarch verschiedene Computer bekommen oder auch einen USB-Stick bekommen, wo man ein Terminal aufmachen konnte oder starten konnte und dort mussten sie auch den Vortag schon einige Sachen eingeben und diese Codes, die dort angezeigt wurden, die musste jeder wieder zu seinem passenden Terminal, weil die alle verschiedene Farben hatten, wieder eingeben. Jeder von diesen Creatoren hat jetzt nun wieder einen Screenshot angezeigt bekommen, auf welchen man einen Ausschnitt von Chopper Command gesehen hat, also auch dem Spiel, dem man am Vortag schon Rätsel lösen musste. Und diese Ausschnitte konnte man jetzt zu einem großen Bild zusammenfügen, welches ihr jetzt sehen solltet. Das eine Interessante, was man direkt sah, ist, dass dort 6 verschiedene Wörter standen, also 4 Stück oben und 2 Stück unten. Und das andere war, dass man jetzt unten wieder auf eine neue URL hingewiesen wurde, und zwar auf ptp/vcharlie. Auf dieser Webseite fand man jetzt nun einen Zettel, auf welcher die Black Ops 1 Mission Victor Charlie beschrieben wurde. Interessant jedoch ist hier, dass wieder hier geschwärzte Stellen waren, die man auch schon in diesem Handbuch am Vortag hatte. Ja, und unsere Aufgabe war es natürlich jetzt wieder, dass wir irgendein neues Wort oder URL herausfinden mussten. Und das war jetzt eigentlich ziemlich einfach, weil wir das System eigentlich vom Vortag wieder anwenden mussten. Das heißt, wir mussten die Schritte von den Jump Orders auch hier bei diesem großen Bild vom Chopper Command mit dem Zettel von der Mission wieder anwenden. Das bedeutet, wir müssen von oben nach unten die Helikopter und deren Richtung betrachten und das Ganze dann wieder auf diesen geschwärzten Text anwenden. Als kleines Beispiel, der erste Helikopter ganz oben schaut nach links und ist eben ein weißer Helikopter und das merken wir uns einfach, gehen zum Text und dort schauen wir dann die erste geschwärzte Stelle an und gehen dort nun 2 Wörter nach links, da die weißen Helikopter ja zweimal springen laut unserer Jump Order. Und wir erhalten das Wort Sowjet. Den gesuchten Buchstaben, den bekommen wir dann mit der Referenznummer, die auf dem Zettel ganz oben steht. Und zwar steht dort als erste Zahl in dieser Referenznummer 1 und deswegen müssen wir uns den ersten Buchstaben von Sowjet nehmen, also S. Und diese Schritte wiederholen wir jetzt einfach mit den Helikoptern und mit den geschwärzten Textstellen. Und wie ihr seht, habe ich das Ganze schon mal gemacht für euch. Und wenn man nun alle Buchstaben aneinander reiht, bekommt man auch die nächste Webseite. Auf dieser Webseite wurde jetzt nun von uns 6 Wörter gefordert. Diese Wörter sind genau die, welche ich vorhin schon mal angesprochen habe, beziehungsweise die auf dem großen Chopper-Command-Bild stehen. Wenn ihr dies jetzt eingegeben habt, dann bekommt ihr wieder ein neues Achievement angezeigt auf der Webseite. Da könnt ihr auch draufklicken und dann bekommt ihr auch so einen Code, den ihr auf der Call of Duty Seite eingeben könnt und dann bekommt ihr wieder so eine Tarnung für ein Fahrzeug in Warzone. Und zum anderen haben wir an diesem Tag die letzte URL bekommen und zwar ptp/extraction-complete. Auf dieser Webseite wurde zum einen beschrieben, dass wir für heute fertig waren und zum anderen gab es dort einige Teaser zu der Storyline vom Zombie-Modus und wo diese spielen könnte. Aber wie anfangs schon erwähnt, bin ich in meinem vorherigen Video, also gestern, eben schon drauf eingegangen und da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ja, und soweit war es dann zu den Rätseln und Teasern vom 24.09. und ich würde sagen, wir springen dann direkt einen Tag später und zwar zum 25.09. denn an diesem
diesem Tag um 18 Uhr ging es dann eben weiter, aber man wusste noch nicht wirklich, auf welcher Webseite es weiterging, denn man hat dann nicht wirklich herausgefunden, beziehungsweise auf der letzten Seite, auf der Extraction Complete Seite, stand nicht wirklich, wo wir hin müssen auf der nächsten Seite. Aber es stellte sich ziemlich schnell heraus, wir müssen auf der Computerseite irgendwas machen, denn dort gab es nämlich drei Veränderungen. Zum einen konnten wir nämlich auf den Tresor klicken und dieser benötigte jetzt nun einen 50-stelligen Code. Dann das Dokument im Drucker, das wurde auch wieder aktualisiert und da waren dann auch schon so indirekt unsere Schritte erläutert, was wir jetzt an diesem heutigen Tag machen müssten. Und die wichtigste Änderung war und was auch laut dem Dokument unser erster Schritt war, der Bomber auf dem Bildschirm bewegte sich nun alle 5 Minuten und wir müssen seine Schritte beobachten. Und hier wurde auch ziemlich schnell die Lösung herausgefunden, denn die Striche auf dem Monitor konnte man sich als Alphabet vorstellen und der Spring ist so gesehen von Buchstabe zu Buchstabe. Und hier seht ihr dann auch direkt nochmal, wie ich das Ganze meine und oben seht ihr auch nochmal das Alphabet numerisch angeordnet und unten seht ihr die Schritte, die er macht, wenn man nun jetzt den zugehörigen passenden Buchstaben nimmt und diese dann chronologisch als Wort ausschreibt. Denn dann bekommen wir wieder eine neue Webseite und zwar ptp/lockedandloaded. Auf dieser neuen Webseite wurden jetzt nun uns wieder 18 verschiedene Codes mit einer Terminal-Nummer angezeigt, die wieder die passenden 6 Nummer hatten zu den Terminals von den YouTubern. Das hat dann wieder bedeutet, dass die 6 Creator, unter anderem Noah Jay, Mr. Dalek, die mussten jetzt wieder ihr zugeschicktes Terminal starten und diese Codes dort eingeben, also jeder in sein passendes Terminal die 3 Codes, die er bekommen hat. Und diesmal hat jeder Creator wieder 3 verschiedene Screenshots bekommen. Der erste Screenshot, der hat wieder irgendeinen Ausschnitt aus Zeug, dem Minispiel von Activision gezeigt. Der zweite Screenshot, der hat bei 5 YouTubern 3 elementare Partikel gezeigt und bei dem letzten Creator noch so eine Art Nummernpad, also die Sachen haben alle zusammengehört und die letzte Reihe an Bildern zeigte alle Screenshots außer einem weiteren alten Activision Spiel und zwar Kaboom, ein Spiel, bei welchem man Bomben so gesehen auffangen muss. Ja, und wie schon vorhin erwähnt, konnte man nun jetzt den Tresor anklicken und dort eine Nummer eingeben und laut Dokument müssen wir diesen als erstes öffnen, also das war jetzt unser nächster Schritt und zwar mit Hilfe der elementaren Partikel. Ja, und dieses Puzzle war eigentlich auch recht einfach, denn hierbei musste man als erstes die Reihenfolge herausfinden, die durch den blauen Strich auf den Screenshot so gesehen dargestellt wurde und als nächstes benötigte man dann noch das Standardmodell of Elementary Particles, welches zufälligerweise die gleiche Anordnung hatte wie dieses Nummernpad. Und natürlich musste man jetzt nun einfach von links nach rechts die Elemente im Standardmodell suchen und die passende Zahl hierzu auf den Nummernpad eingeben. Und wenn man das jetzt mit allen Partikeln gemacht hat, bekommt man am Ende eine 15-stellige Nummer, die man jetzt nun im Tresor eingeben kann. Im Tresor selbst bekamen wir dann wieder nur 2 weitere Bilder. Einmal bekamen wir so eine Art Schlüssel, wo man wieder das Alphabet bekommen hat. Und zum anderen bekamen wir eine Liste von Symbolen oder beziehungsweise Fadenkreuze, die an einer roten Linie gekoppelt waren. Und natürlich war es auch hier wieder so, dass Geeky und sein Discord hier ziemlich schnell herausgefunden hat, dass dies was mit den Stadium in Warzone zu tun hatte, denn im Stadion gab es genau diese Fadenkreuze an verschiedenen Stellen, also genau die Stellen, die man auch auf den Schlüsselzettel mit dem Alphabet gesehen hat. Also war es jetzt so gesehen unsere Aufgabe herauszufinden, in welchem Bereich welches Symbol im Stadion zu finden ist und mit der Tabelle findet man den passenden Buchstaben zum Fadenkreuz. Und als hätte sich Geeky irgendwie schon sein Leben lang darauf vorbereitet, hatte er natürlich 2 Bilder parat gehabt, die da wirklich enorm geholfen hatte. Denn ein Bild hat wirklich genau die Stellen im Stadion angezeigt, wo diese Fadenkreuze zu finden sind. Und das andere Bild hat dann eben die Tribünenplätze angezeigt, die man auch im Stadion finden konnte. Das heißt, man hat jetzt einfach die beiden Bilder übereinander gelegt, hat dann herausgefunden, an der Stelle befindet sich zum Beispiel das eine Symbol und das ist dann der Tribünenplatz zum Beispiel 320 und das musste man dann einfach in dieser Tabelle nachschauen und dann hat man den Buchstaben für dieses Symbol herausgefunden. Ja, und das hat man dann eben mit allen Symbolen gemacht und so gesehen hat man am Ende die ganzen Symbole oder Fadenkreuze in Buchstaben übersetzen können. Und das seht ihr zum Beispiel hier, also welcher Buchstabe zu welchem Symbol oder Fadenkreuz gehört. Ja, aber das war jetzt so gesehen eigentlich erst der erste Schritt, denn wir haben ja bis jetzt immer noch keine neuen URLs herausgefunden. Und was man jetzt machen musste, man musste die 6 Bilder von den YouTubern hernehmen, also mit diesem Kaboom-Spiel. Und man konnte genau diese Linie, die dort vorgegeben war,
in diesen Fadenkreuz-Puzzle konnte man auch diese Screenshots von diesem Kaboom-Spiel drauflegen, oben bei diesen Gebäuden. Und wenn man das gemacht hatte, hat das wirklich passend dazugehört, das seht ihr auch gerade. Und was man jetzt eigentlich so gesehen noch anschauen musste, waren die Bomben. Denn man musste jetzt von unten nach oben die Bomben betrachten und genau immer da, wo die Bombe eine Linie schneidet, da diesen Buchstaben, diesen musste man ausschreiben. Und wenn man das gemacht hatte, dann bekam man dort wieder 6 verschiedene Wörter heraus, weil es ja auch 6 verschiedene Screenshots waren. Einmal Delta Tango, Wrangel, Clearance, Triple Base, Tessa Divisions, Executive Agent und Magazine Keeper. Das waren so gesehen die 6 neuen Webseiten, die man bekommen hat. Und auf jeder dieser Webseiten wurde uns so gesehen ein Dynamit mit einer Zeitbombe angezeigt, die alle verschiedene Uhrzeiten anzeigen. Es gab dann noch eine letzte Webseite, wo man so gesehen den Schlüssel wieder bekommen hat, und zwar Tick, 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 Boom, und diese hat man herausbekommen, indem man in der Mitte von diesen Uhren einfach das Wort betrachtet hat und dann den Punkt unten drunter, weil die Punkte, die haben so gesehen die Reihenfolge uns angezeigt, da gab es einen Punkt und auf der letzten Uhr gab es 6 Punkte und das gab dann eben wieder das Wort PTP/Tick, Tick, Tick, Boom. Und da gab es, wie ihr seht, auch unseren Schlüssel für das letzte Puzzle, denn hier sehen wir auch wieder das Stadium und oben gab es dann eben eine Zahl, die Nummer 12, die schon vorgegeben war. Das Ganze sieht natürlich aus wie eine Uhr und ist auch so gesehen als Uhr dargestellt. Wir mussten jetzt einfach nur herausfinden, an welcher Stelle die Symbole links im Stadion sind. Das Ganze ist auch wirklich im Stadion in Warzone der Fall gewesen. Da waren an verschiedenen Wänden auch wieder diese Symbole und da hatte auch Gigi und sein Team dieses Rätsel schon mal vor längerem betrachtet, aber konnten es noch nicht lösen und hatten deswegen auch die Lösung schon parat. Deswegen seht ihr jetzt auch schon, wie das Ganze eigentlich richtig aussehen sollte. Und jetzt musste man natürlich einfach nur die Dynamituhren der Reihenfolge nach auch dieses Stadion drauflegen und man musste jetzt einfach nur die Lösung links betrachten, also wie zum Beispiel bei der ersten Uhr, da betrachtet man erstmal den Stundenzeiger, der zeigt ja unten auf die 7, also auf das Symbol unten links. Und wenn man das jetzt in unserer Tabelle links betrachtet, da steht dann eben als Hour, als Stunden ein T drin. Dann hat man eben das T als Ergebnis. Dann als nächstes schaut man den Minutenzeiger an. Der steht eben oben auf der 1. Dann schaut man wieder links das Symbol an. Und da ist dann bei Minutes ein W drin. Und als letztes noch den Sekundenzeiger. Der steht ja auf der 2. Und links bei unserer Tabelle ist da bei Sekunde ein I drin. Also hat man da schon mal als ersten Buchstaben TWI. Und das machte man dann einfach bei allen Uhren, dass man die da drauflegt und dann immer die genauen Zeiger anschaute. Und zum Schluss von dem Ganzen bekommt man dann wieder ein Wort heraus, und zwar Twisted Anomalies. Also die letzte Seite, die man an diesem Tag finden musste, war Porn Text Porn Twisted Anomalies. Und hier war es dann auch wieder so, dass man wieder ins Zeug gehen musste und 2 Wörter herausfinden musste. Kiki hat dann natürlich das Ganze wieder auch gemacht, und zwar war das einmal Changing Tides und Stony Silence. Aber diese Wörter können wir, wie gesagt, erst am Montag eingeben. Und auf diesem Zettel, dieser blaue Zettel, der dort angegeben war, stand auch noch eine letzte URL drauf, und zwar Decade und Decreed oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber auf dieser Website haben wir eben diese Zombie-Teaser, diese Bilder von den Zombies dann auch noch zu sehen bekommen. Ja, ziemlich langes Video ist es, glaube ich, jetzt geworden, aber ich wollte euch trotzdem nochmal erklären, wie eigentlich diese Easter Eggs oder diese Rätsel hier gelöst worden sind an den letzten beiden Tagen. Ich finde sowas immer ziemlich interessant und spannend, wie man eigentlich sowas macht und dann eigentlich löst. Und somit hoffe ich natürlich, ihr habt alles verstanden und euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.